Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force. Yeah, die Kampagne wird weitergerockt. Unsere zweite Mission, Operation Swordbreaker. Naja, hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgesprochen, denn Englisch kann ich nun mal gar nicht. Und los geht's. 8 Stunden zuvor. Naja, wir hatten ein kleines bisschen Pech mit unseren Let's Plays, aber hoffentlich klappt es jetzt besser. Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich hier mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Wer werden wir also? Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Leck mich am Arsch. Wer ist das? Deine Mutter. Jop, das sieht wirklich wie deine Mutter aus. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York. Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir Warten wissen Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLA? An dem Tag, wo ich deine Mutter gebumst habe. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Und ich bin ganz Schwanz. Erstmal eine halbe Stunde laden. Und laden. Und laden. Go tell that long Yo, geile Mucke! Go and tell that midnight rider. Hä? Bist du denn Mutter Teresa? Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Überqueren die Demarkationslinie in 2 Minuten. Over. Verstanden! Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, als wirklich die PLA sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen ist über die Grenze, Mann. Ist das mir scheißegal? Ist doch alles das Gleiche. Okay? Einfach wird's nur nicht. Abknallen. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Dein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3. Verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Soldaten, die okay, zu viel quatschen, die gehen meistens drauf. Also halt die Schnauze. Okay, und da steigen wir jetzt ein. Zumindest wäre das ganz geil. Danke. Eine Runde damit und alle wären platt. USMC. Oh. Pink. Meine Lieblingsfarbe. Naja. Eher nicht, aber was soll's. Oh. Alter, jetzt lass das. Hier in der Öffentlichkeit den armen Mann hier zum Befummeln. Ja, habt ihr das gesehen? Der hat ihm einen Schwanz gepackt. Das darf nicht wahr sein. Blackburn, komm schon! Wer hat Hunger? Guten Appetit. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur natürlich die PLA. Nicht. Deswegen knallen wir uns gleich ab. Wir haben Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasselberg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Guck mal, wie die ich alle aufpassen. Darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Ja, also ich nicht. Ich konnte mir das jetzt nicht merken. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten aus.
geh vom Schlimmsten aus. Das bedeutet, wenn du etwas bewegen siehst, knall ihn ab. Los. Ohne Wenn und Aber. Los. Los, los, los. So voll auf Soldat und machen wir jetzt hier eine. Alter, das wäre jetzt geil gewesen, wenn er drauf gegangen wäre. Ein bisschen Blut hier auch reingespritzt. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Ja, identifiziert eure Ziele. Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleib ja, verarscht den armen Junge jetzt. Achtet auf die Ecken. Ja, das sieht aber gar nicht aus, so aus wie eine Schule. Oder? Ja, so wie eine Mensa. Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Ein Jeep, schnell auf, alle auf dem Boden, alle auf dem Boden. Oder auch nicht. Muss ja nicht unbedingt sein, ne? Du und Metkovic, nehmt die Tür rechts. Ja, komm, Metkovic. Okay, unterwegs. Mal. Du musst aufschließen, Black. Los! Also ich mach schon mal gar nichts hier, ja? Warum gibt es hier keine Menschenseele? Das frage ich mich. Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das ja, alles. Ja, meinst du auch. Wow! Ich meine, wow! Ich meine, ich wusste, dass das schon passiert, aber wow, geil. Ich meine, du läufst hinter einem her und auf einmal wird da einer gesniped. Ja, ich zerre ihn ja schon rein hier, den Jungen. Und bleib hier sitzen, beweg dich nicht vom Fleck. Wir kümmern uns gleich. Alter, wo ist denn Teufel kommt der denn? Alter, ich geh drauf, 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 ich geh drauf. Schaltet diesen Scheißkerl auf! Okay, ich bin also doch nicht drauf. Was machst du denn da? Wow, das war jetzt ziemlich hart hier. Also ich gebe euch einen Tipp. Direkt den rechten mit der Panzerfaust hier. Abknallen. Los, hinter mir! Bist du okay? Gut. Okay, alles cool. Nicht nur die Leute hier. Und direkt der nächste. Boom. Weg damit. Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Und ich sage, das war erstmal ein bisschen Base-Rape. Noch drei Schüsse. Jetzt frisst erstmal meine Granaten, du Wichser. Boom, alle weg, Strike, yeah! Alter, wie die alle hier angerannt kommen. Alter Vater, ey, geh doch drauf, Alter. Muss mich verarschen, oder was? Alter, alles leer. Nein, in einem Let's Play, das darf nicht wahr sein. Nur weil alles leer war. Scheiße, ey. Ey, das war aber ganz gut. Wenn der Scheißwichser mich jetzt nicht von hinten abgeknallt hätte, den hätte ich sowas von gefickt. Alter. Aber auf normal, das ist schon ziemlich krass. Und auf hart erst, Alter. 12 Uhr! Ja, Panzerfaust. Die sind alle hinüber. Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Kommt alle das scheiße Gebäude ab! Weg! Beide weg! Boom! 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 Das nennt sich eigentlich Base Rape. Aber. Ich meine, ist ja auch egal. Alter, wie viel kann ich hier gerade ab? Rambo! Ich bin fast tot. Alter Vater. Ich muss
hier wieder alles nachladen. Du kriegst da jetzt erstmal hier drauf. Und alle wieder zufrieden. Jo, und hier kommen wir wieder. Haltet sie noch etwas auf! Das Sniper ist haltet da. Sie noch etwas auf! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Halt zurück! Haut ab! Alter, es war ein bisschen krass. Aber wäre mein Snapper nicht leer gewesen, wäre ich nicht draufgegangen, Leute. Das sage ich euch. Die kümmern sich jetzt um unser Kumpel. Hey, Kumpel. Kannst du das spüren? Natürlich kann ich das spüren. Okay. Dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ach, der wird wieder. Mach dir mal keine Sorgen. Ja, in ein paar Tagen, Leute, geht es los. Battlefield 4, die Beta. Um ein paar Tage und dann rocken wir sowas von ab. Scheiße, zu ungeschützt. Wir müssen Deckung zu Deckung vorlassen. Bleibt nicht vor den Fenstern stehen. Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Haika? Ah, nee, das Schnäppchen brauche ich noch. Alter. Ich würde jetzt keine Ahnung. Gerne mit der AK. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Hä? Ich meine, woher hat er gehört, dass die Arabisch geredet haben? Beim Hör? Gesichert. Gesichert, alles gesichert. Jupp. Ja, ganz schön geil. Die Grafik geworden und ja, die Details sowieso. Oh, ein Handy! Das ist doch Alcatel, oder? Nein. Oder? Was steht denn da? Na, das weiß ich aber auch nicht. Okay, sorry, Leute. Scheiße! Kontakt! Ah, ich muss mich jetzt hier einstellen, denn sonst. Ich kann ihn nicht sehen. Weiter. Das ist eine beschissene 50er. Wir gucken uns die Gegend an. Unten bleiben. Alter, wie viele Satellitenschüssel. Geil! Der ist verschwunden. Alter, das darf nicht wahr sein. Ey, kann ich runterspringen oder so? Nein. Ich schieß drauf und das Teil verschwindet. Das darf nicht wahr sein. Wir locken ihn raus. Und? Ja, los. Wir locken ihn raus. Okay, unterwegs. Und los. Montes, okay, unterwegs. Du hast eine hässliche Fresse, das sage ich dir. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis und zum jetzt Rand. Auf und sobald die Terrasse. Er in den Kopf steckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? Ja, wegpusten. An die Wand. Black, warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Black, jetzt. Ich komm ja schon. Bevor ich hier die weg sniper, sniper ich die weg. Okay, okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat ihn verkracht. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Wenn ihr gleich richtig. Habt ihr das Leuchten gesehen? Da müssen wir gleich reinballern. Alter. Du bist der beste Schütze. Sobald natürlich bin ich der beste Schütze, Alter. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereit halten. Ach, 3, 2, 1. Feuer frei. Rückstoß. Dann ballen wir einfach jetzt rein. Boom. Naja, getroffen habe ich gerade jetzt, sage ich mal, nicht den Sniper, aber hört mal zu. Ziel perfekt erwischt. Alles okay? Habt ihr gehört? Okay. Ja. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Der ist gestorben. Misfit 1-3, hier und ich wurde wir erschossen. Ich weiß nicht warum. Wir haben zusammengeflickt und können ihn zwecks Abholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Klar, kein Problem, Medevac. Welche Richtung? Das over. Ist kein Problem. Nordseite. Nordseite. Das ist ja hier. Misfit ah, da unten Kompass, Nordseite. Jupp. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Aber uns in Bewegung. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Haltet also Ausschau die Sonne Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem kommt ja von da, von der Nordseite. Sagt der deutsche Spruch nicht, dass die Sonne im Norden nie zu sehen ist? Sind in Deckung. Sind sie auf 1-3? Auf den
Bam. Ich wusste nicht, dass okay, los geht's! Da kommen noch mehr! Behaltet Straße und Dächer im Auge! Angriff! Alter, jetzt drauf! Alle schreien rum, ja! Wir gehen los, over! Wir geben euch Deckung, ihr könnt los! Soll das ein Scherz sein? Das ist wahrscheinlich falsch. Alter, das ist auch leicht hier. Haben wir's? Jupp, wir haben's. Vielen Dank. Wir sind durch. Können wir uns jetzt mal ja, aber ich kann den Stuhl bestimmt runterschmeißen. Wow. Ficken wir den Team. Wir kommen, wir Teambecken jetzt ins Stuhl. Oh ja, gib's mir, Alter. Verstanden. Der Rückweg wäre zu haarig. Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Zu haarig, ja, haarig mag ich es ganz und gar nicht. Schmeißen wir erstmal Stühle hier um, damit sich keiner setzen kann. Ah, ne, die Stühle nehmen wir jetzt mit. Oder auch nicht, und wir konzentrieren uns auf den Let's Play. Das schaffen wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke nehmen. Okay. Ja, dann mach. Scheiß Pfadfinder. Lalalala. Los, los! Ja, los, los, ich geb Deckung. Also der latscht einfach die Treppen runter, als ob nichts wäre. Und ja klar, Alter, macht er mir hier eine Rolle. Jetzt der nächste kommt, den will ich sehen hier. Ja, geil. Und der nächste, komm. Du auch eine geile Rolle. Jetzt mach. Komm, komm, eine geile Rolle. Boom, yeah. Schade, dass wir keine Rolle machen können. Aber ich kann mich direkt hinlegen und dann wieder wegspringen und dann wieder pack hinlegen. Und dann wieder wegspringen und dann wieder hinlegen und so weiter. Vorübergehender Rückschlag. Sind unterwegs zum Zielort. Over. Was ist das, ein BMW? Ne, Porsche. Bestimmt ist das ein Porsche. Wir boxen uns durch. Sieht man an den Scheinwerfer und dann den Reifen hier. Was passiert, wenn die PLA die Macht an sich reißt? Terroristen. Dann haben wir die Arschkarte gezogen. Amerika wurde von Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der scheiß Unabhängigkeitskrieg war? Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Hühnchen, Leute, das ist wahrscheinlich Hühnchen. Weißt du was, Campo? Das frage ich mich auch oft genug. Jetzt machen wir weitere Leute platt. Scheiße, Kontakt! Wollte seine Granate werfen, der Lutschaffe. Also, das Ding brauchen wir nicht, aber die. Nee. Wenn, dann nehmen wir die. Das ist das die Patrouille? Wow, was für ein Geist. Ach, dieses scheiß Visier, ey. Reiß dich zusammen, Mann. Ich hasse dieses Visier. Man sieht einfach nur gar nichts. Das ist 3,4. Ja, lauf nur weg, du Hurensohn. Guck dir die Wichsaffen hier an. Die stehen da und machen gar nichts. Sie gucken sich einfach nur die Situation an. Anstatt hier den Verwundeten zu helfen. Scheiße, wir haben hier Verletzte und Tote. Verstanden. Mist in Führung, hier 1-3. Hä, Verletzte und Tote? Wo sind die Tote? Verstanden. Da ist doch mal ein Verletzter drin. Alter, der muss immer übertreiben hier. Das Ganze gefällt mir nicht, überhaupt nicht. Ja, mir auch nicht. Ich hab was gefunden. Das ist gar nicht gut. Hier sind noch. Sekundärdraht, verstanden. Ist das eine Bombe? Wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns. Wo ist das Problem? Kack den Draht. Ich schneide erst, ja, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht. Blackburn, du bist Freiwilliger. Folge dem Draht. Was? Ich bin doch kein Freiwilliger, Alter. Willst du mich verarschen, du mit deiner blöden Grimasse da?
Freiwilliger. Kommt der mir mit Freiwilliger, ey? Hast du nicht verstanden, Blackbird? Folge dem. Ich hab verstanden. Jetzt geh mir nicht auf den Sack. Folgen wir die Ratte. Die Ratten wissen immer, wo es lang geht. Die spüren das förmlich. Alles in Ordnung da drin? Ja. Ist alles in Ordnung. 1-4 ist als Verstärkung hier. Sieh zu, dass du den Draht durchschneidest. Handy. C4. KSA halt, ne? Alter Vater. Wo bist du denn? Also, wenn wir den uns richtig anschauen hier, in die Fresse, der hatte bestimmt denselben Arzt von Michael Jackson. So hässlich sieht er aus. Aber jetzt kriegst du erstmal eine richtige Face-OP. Boom, boom. Yeah, jetzt siehst du aber ganz hübsch aus. Und da kommt auch schon der Anruf. Aber wir sind schneller gewesen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich bin ja schon unterwegs. Alter, werf mir die Granate. Die Messer! Yeah! Welches LMG? Ah, hier. Alter. LMG. Nein, das M4-Gewehr will ich gar nicht. Und das andere wechseln wir. Zwei Beine, ja. Ganz normal. Leute, ich sage euch jetzt schon, mit LMG bin ich total scheiße. Ich werde wahrscheinlich gar nicht treffen. Alter Vater. Mit MGs nicht kommen. Alter, wir sind immer noch am Leben. Alter, leg mich doch am Arsch hier. Warum muss ich mich oben hinstellen? Ich will mich nicht oben hinstellen. Jetzt im Wald. La 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 la. Und jetzt gibt's ein auf die Fresse. Alter Vater. Erdbeben! Alter, das ist doch geil. Und die Little Bird, kann ich jetzt schon sagen, die ist schon mal weg. Und da ist die Little Bird weg. Und da rauscht jetzt ein. Und bis zum nächsten Let's Play.